Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Karten schon gemischt und ausgelegt. Und für heute habe ich mir ein Orakel ausgedacht auf die Frage, ob dein Wunschpartner zu dir zurückkommen wird. Das ist für all, oder dieses Orakel ist für all jene geeignet, die einen Wunschpartner haben oder einen Ex-Partner, wo sie sich fragen, ob denn derjenige sich wieder melden wird, ob derjenige zurückkommen wird. Das Orakel ist für all diejenigen geeignet, die tatsächlich auch schon mal Kontakt mit dem Gegenüber hatten. Ja, man kennt sich, man hat miteinander gesprochen und nicht ja, man himmelt hier jemanden aus der Ferne an. Ja, für die Leute ist dieses Orakel nicht geeignet. Also wirklich all diejenigen, die wirklich mit dem Wunschpartner Kontakt hatten, in welcher Form auch immer. Also es muss wirklich eine Interaktion stattgefunden haben und natürlich auch für all diejenigen, die einen Ex-Partner haben, die einfach noch an dem Ex-Partner hängen und gerne wissen wollen, ob derjenige wieder zurückkommt, ob Kontakt wieder zustande kommen wird. Ja, für die ist dieses Orakel geeignet. Trotzdem muss ich dazu sagen, dass das ein allgemein gültiges Orakel ist. Ich kann dir nicht sagen, ob dieses Orakel wirklich für dich bestimmt ist. Was ich aber garantiert sagen kann, ist, wenn du eine private Legung buchst, dann ist die private Legung für dich bestimmt. Ja, da schaue ich auf dich und deinen Gegenüber. Und ich mache jetzt bis kommenden Freitag eine Aktion, nämlich diese Legung, wie sie hier aufgebaut ist, biete ich per Video an um 30 € statt 35 € oder per E-Mail um 20 € statt 25 €. Ja, dann habe ich dich, deinen Namen, den Namen deines Gegenübers, deine Energien und dann hast du hundertprozentig deine Legung? Mit dieser Legung kann ich das nicht sagen. Wenn du keine private Legung möchtest, dann musst du eben bedenken, dass das, was hier rauskommt, vielleicht auch gar nicht für dich bestimmt ist. Das ist und bleibt einfach eine Kollektivlegung. Mit folgenden Karten arbeite ich und zwar mit dem Kartendeck von Angelina Schulze, das Licht und Schatten Lenormand. Dann habe ich eine Botschaft gezogen aus den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen und eine Karte aus dem Kartendeck der Map, Weisheitskarten der Seele. Mit diesen drei Decks arbeite ich. Ich sage mal, weniger ist mehr. Und ja, ich habe euch natürlich in der Infobox verlinkt, wie ihr diese Legung per Video buchen könnt oder auch per E-Mail. Bitte bedenkt die Wartezeit 5 bis 10 Werktage nach Zahlungseingang. Und bitte auch bei der Buchung, direkt bei der Buchung gleich den Namen deines Gegenübers dazuschreiben und nicht extra in ein E-Mail hineinschreiben, denn das werde ich am Tag der Legung nicht berücksichtigen. Ich mache da das Shop-Programm auf und wenn hier der Name nicht steht, dann lege ich einfach auf deinen Herzensmann oder deine Herzensdame. Ja, ich wünsche euch natürlich gute Erkenntnisse mit dieser Legung und ich starte jetzt mal los. Ich drehe jetzt einfach mal die Karten um. Ich schaue jetzt einfach mal, welche Karten sind gefallen und dann bringe ich die Karten in einen logischen Zusammenhang. Und zwar die erste Karte. Da haben wir das Kreuz. Es geht also hier um karmische Verstrickungen, um eine Lernaufgabe. Dann haben wir das Schiff, steht für Geduld. Vielleicht ist es auch deine Lernaufgabe, dich noch in Geduld zu üben. Etwas braucht Zeit, die langsame Entwicklung. Dann haben wir das Haus. Es geht also auch noch um den häuslichen Bereich. Vielleicht muss hier auch etwas verändert werden. Das Haus steht auch dafür, dass ein festes Fundament aufgebaut ist oder aufgebaut wurde in der Vergangenheit. Vielleicht habt ihr ja auch zusammen gelebt. Dann haben wir den Reiter. Es kommt Aktivität rein. Ja, Haus und Reiter steht auch für mich immer für den Besuch. Besuch kommt ins Haus. Aber wie gesagt, der Reiter steht auch dafür, dass etwas in Bewegung kommt. Dann haben wir den Blumenstrauß für Überraschung, Geschenke. Etwas ist wie ein Geschenk. Der Blumenstrauß steht auch für den Frühling, in dem wir uns ja jetzt befinden. Dann haben wir das Buch für Heimlichkeiten, Unausgesprochenes. Vieles ist auch noch nicht spruchreif, aber mit
dem karmischen Kreuz steht das Buch für mich auch immer so für die Lernaufgabe, ja? Es ist womöglich hier wirklich deine Lernaufgabe, dich noch in Geduld zu üben. Dann haben wir die Mäuse und wir schauen jetzt, in welche Karte oder welche Karte knabbern denn die Mäuse an? Das ist jetzt hier die Laufrichtung der Mäuse sozusagen. Und da haben wir den Sarg. Das klingt gut. Das bedeutet, dass der Stillstand oder das, was in der Vergangenheit auch nicht in Ordnung war, dass einfach jetzt der Stillstand zwischen euch ist, nämlich kein Kontakt, das wird hier mit den Mäusen genommen, ja? Also das, was nicht in Ordnung ist, nämlich Kontaktstillstand, das wird jetzt, wie gesagt, genommen und es kommt Bewegung rein. Man schaut nämlich auch immer, in welche Richtung laufen denn die Mäuse hin. Und das, wo die Mäuse hinlaufen, wird genommen. Also der Stillstand wird genommen und wie gesagt, es kommt Bewegung rein. Und wir haben ja gefragt, wird der Wunschpartner, der Ex-Partner zurückkommen? Auf jeden Fall wird der Stillstand mal beendet. Das ist schon mal gut. Dann haben wir die männliche Hauptperson. Das ist jetzt dein Gegenüber, männlich wie weiblich. Ja, das ist jetzt völlig egal. Das ist dein Herzensmann, deine Herzensdame. Dann haben wir die Vögel für Kummer, Sorgen, Aufregung. Es kommt also eine aufregende Zeit auf euch zu. Und dann haben wir das Kind für einen Neuanfang. Das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt sagen, dein Gegenüber, wenn diese Legung tatsächlich für dich bestimmt ist, was ich ja hier nicht sagen kann, ja, aber wenn diese Legung für dich bestimmt ist, wird dein Gegenüber noch in diesem Frühling zurückkommen. Da kommt auf jeden Fall Kontakt zustande. Es wird aber noch dauern. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Es ist deine Lernaufgabe, dich in Geduld zu üben. Der Stillstand wird beendet, es kommt Bewegung rein. Ja, das feste Fundament wird immer mehr ausgebaut. Eine aufregende Zeit kommt auf dich zu mit einem Neuanfang. Ja, das Kind steht ja auch dafür, dass etwas noch in den Kinderschuhen steckt und noch wachsen muss. Ja. Aber der Stillstand wird beendet. Es kommt wieder Kontakt mit deinem Gegenüber zustande. Ja, bitte bedenkt allgemeine Legung. Vielleicht kommt in der privaten Legung tatsächlich auch die feste Verbindung, ja, dass ihr wieder in eine Beziehung geht. Das sehe ich zwar hier nicht, aber ich sehe hier, dass hier auf jeden Fall der Kontakt wieder zustande kommen wird. Vielleicht in der privaten Legung kommt raus, dass dein Gegenüber gar nicht mehr auf dich zukommen wird oder dass ihr sogar wieder in eine Beziehung gehen werdet oder eben in eine Beziehung gehen werdet. Ja, das kann für dich individuell natürlich ganz anders aussehen. Ja, schau einfach in die Infobox, wenn du diese Legung für dich privat nutzen möchtest. Ansonsten musst du dich eben mit diesen allgemeinen Aussagen zufrieden geben. Alle, die wirklich mit diesem Orakel erreicht werden sollen, denen soll mitgeteilt werden. Große Lernaufgabe, dich in Geduld zu üben. Es kommt auf jeden Fall noch in diesem Frühling Kontakt. Es kommt ein Neuanfang, wie auch immer dieser Neuanfang aussieht. Es kann noch ein freundschaftlicher Neuanfang sein. Es kann auch ein Neuanfang sein, dass ihr nochmal aufeinander zugeht und ihr beide eigentlich wisst, okay, für eine Partnerschaft reicht es nicht aus, dann ist das trotzdem hier ein Neuanfang, ja. Aber es kommt auf jeden Fall Bewegung rein und so wie es in der Vergangenheit war zwischen euch, ja, das wird jetzt beendet werden. Wie auch immer dann euer individueller Neuanfang aussehen mag. Wir haben hier nicht den Ring liegen, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ihr nicht in eine Partnerschaft gehen werdet. Das darf ich euch einfach nicht sagen. Ich darf euch nur sagen, es kommt zu einem Neuanfang, der Stillstand wird beendet, es kommt Bewegung rein. Es kann auch sehr überraschend für dich sein. Vielleicht hat dein Gegenüber auch eine Überraschung für dich, aber es braucht Zeit. Ja, mehr darf ich euch einfach nicht dazu sagen. Und vielleicht ist es so, wenn du sagst, okay, du gönnst dir jetzt zum Aktionspreis diese Legung, kann vielleicht tatsächlich rauskommen, dass du mit deinem Gegenüber in eine Partnerschaft gehen wirst. Oder vielleicht auch nicht. Oder es kommt raus, es kommt jemand Neues. Ja, das kann ich dir natürlich jetzt nicht sagen. Da muss ich individuell für dich die Karten mischen und auslegen. Und hier sehen wir auch nicht, inwieweit dieser Neuanfang sein wird. Neuanfang ist ein großes Thema. Das kann in jeder Hinsicht sein. Wichtig, wie ich finde, ist, dass der Stillstand beendet wird, dass etwas weitergeht. Denn Stillstand ist nie gut.
Ja, das wird genommen und das Buch steht ja auch dafür, dass du einfach noch nicht alles erfahren darfst. Ja, dass du einfach oder dass das Kollektiv einfach noch nicht alles erfahren darf, wie es denn nach diesem Neuanfang oder wie dieser Neuanfang aufgebaut ist. Ja, das ist nochmal wichtig zu wissen. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber noch ein bisschen verschlossen ist. Ja, und das bedeutet das Buch natürlich auch, aber egal wie man es dreht und wendet, es steckt dahinter eine karmische Lernaufgabe. Ja, das ist mal die Hauptdeutung. Schauen wir uns jetzt noch die Botschaftskarten der Seele an. Und zwar die erste Botschaft lautet: In der Wüste. Vielleicht hast du das Gefühl, du stehst einfach in der Wüste, du kommst nicht weiter, du bist ausgelaugt, ausgetrocknet. Ja, das kann natürlich auch bedeuten, dass du durch den Stillstand, der in der Vergangenheit eingetreten ist, denn es muss ja ein Stillstand da sein, denn es geht ja hier um die Frage, kommt denn dein Partner, dein Ex-Partner oder dein Wunschpartner, dein Ex-Partner zurück? Das heißt, es ist ja ein Stillstand da. Und es kann natürlich auch sein, dass du dich wie in einer Wüste fühlst, ausgetrocknet, ausgelaugt. Ja? Und das ist natürlich nicht in Ordnung, aber bedenke bitte, das wird genommen. Ja, die größte Hürde, die größten Schwierigkeiten werden jetzt in den nächsten Wochen, nächsten Monaten des Frühlings beendet. Ja, und es kommt der Neuanfang. Aber überlege dir, warum fühlst du dich ausgetrocknet? Warum fühlst du dich ausgelaugt? Ist es tatsächlich der Grund, weil sich dein Gegenüber nicht meldet, weil dein Gegenüber in den Rückzug gegangen ist? Ja, warum lässt dich das so auslaugen? Ja, du wieder mehr für dich. Es ist für dich wirklich eine Lernaufgabe, dich noch in Geduld zu üben. Und die nächste Karte, da haben wir die Schlummerstunde. Das bedeutet ganz einfach, dass du dich zurücklehnen sollst, es dir bequem machen sollst. Ja, wieder mehr für dich tun, in die Ruhe gehen, in die Leichtigkeit gehen, vor dich hinschlummern, ja, dich zur Ruhe setzen sozusagen, dich nicht unter Stress stellen, ja, einfach in dich gehen, mit dir im Reinen sein, dir etwas Gutes tun, dich treiben lassen vom Leben. Das könnte natürlich auch das Schiff sein, Geduld haben, sich treiben lassen, es auf sich zukommen lassen und eben nicht alles hektisch und so fort und schnell und hin und her, ja, wirklich zur Ruhe setzen, wirklich es einfach geschehen lassen. So wie es kommt sowieso, ja, und darauf vertrauen, dass das Bestmögliche für dich ins Leben kommen wird. Das ist womöglich jetzt wirklich ein großes universelles Thema. Das merke ich auch in den Beratungen. Dieses Thema kommt immer wieder. Das merke ich auch bei mir selber in meinem Privatleben mit meinem Herzensmann, dass eben hier wirklich, dass man es auf sich zukommen lässt, dass man wirklich, ja, in die Ruhe geht, in die Leichtigkeit geht und sich zurücklehnt und sagt, es kommt, wie es kommen muss. Und alles, wirklich alles, was in deinem Leben dir widerfährt, auch Negatives, ja, ist für etwas gut. Und hinterher weißt du's, ja. Und das ist jetzt hier wirklich auch, habe ich so das Gefühl, das universelle Thema momentan. Und ja, vielleicht konnte ich euch mit diesem Orakel ein bisschen helfen, auch mit den Worten, euch ein bisschen Mut machen. Und ja, wie gesagt, große Lernaufgabe ist noch die Geduld. Natürlich, wenn man vielleicht auch schon Jahre mit jemandem verbunden ist, wo es nicht weitergeht, ist natürlich klar, dann, wenn man das Wort Geduld schon hört, ja, da denkt man sich, wie lange soll ich denn noch Geduld haben? Und da muss ich sagen, es dauert so lange, wie es dauert. Und sich nur in die Warteposition setzen und nichts tun, ja, nicht in sein Leben selbst in die Hand nehmen, ja, das ist schlecht. In der Warteposition zu ver oder die Zeit in der Warteposition zu verbringen, ist schlecht. Werde selber aktiv, gestalte dein Leben, lass dich nicht auslaugen, lehn dich zurück, genieße das Leben, ja, und dann kommt sowieso alles so, wie es kommen muss.
oder wie es für dich, für deinen Seelenplan vorbestimmt ist. Und wir können weder etwas beschleunigen noch etwas erzwingen. Wir können nur leben. Wir können das Beste aus den Situationen machen und es auf uns zukommen lassen. Und egal wie schlimm die Situationen sind, ich hatte auch in den letzten Wochen eine private Auseinandersetzung, die wirklich sehr, sehr schlimm war, ja. Und da habe ich mir dann oft gedacht, das kann es nicht sein, ja. Aber jetzt weiß ich, für was es gut war. Und im Endeffekt bin ich glücklich darüber, dass es so gekommen ist, denn ich durfte dadurch ein Glück quasi in mein Leben ziehen, ja, auf das ich eigentlich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Und ich musste durch die Hölle gehen, um genau das zu bekommen. Und im Endeffekt wird alles gut werden. Ja, und vielleicht konnte ich euch ein bisschen mit diesen Worten helfen. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich natürlich schon auf die nächsten Orakel mit euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und eine schöne Zeit. Ciao!